zum fünften Mal im Kriege beginnt das deutsche Volk den Erntedanktag. Morgenfeier der bäuerlichen Jugend. Sein Jugendführer Axmann spricht Jungen und Mädeln seine Anerkennung aus. Jungen und Mädel haben den Bauern bei der Bestellung der Felder und der Einbringung der Ernte tatkräftig geholfen. In Berlin versammelt sich eine Abordnung von Bäuerinnen und Bauern aus dem ganzen Reich. Dritter Kreuzträger Oberfeldwebel Dörfel überbringt den Landtag.